Es ist Engage Time! Zurück bei Fire Emblem! Engage natürlich, wa? Und ich bin gerade am gucken, was ich noch alles machen könnte, bevor wir unseren Zug abschließen müssen. Ich glaube, nachdem wir gut wieder jetzt vorwärts kommen, könnten wir in diesem Zug sogar schon die Gegner hier platt machen. Weil hier haben wir nicht mehr allzu viele Gegner. Der Drache ist ein bisschen doof, ja. Mir geht es vor allem hier darum, Movia platt zu machen. Der hat zwar Mikaya dabei, aber ich glaube, das kriege ich schon irgendwie hin. Auch wenn die zwei Dinger drauf haben. Warum auch immer, zwei Erweckungssteine, okay. Wir haben noch Marnie mit Roy. Mit ein bisschen Glück können wir sogar Roy und Mikaya befreien. Endlich mal. So, bevor ich es vergesse, du hast noch einen Effekt. Drachenader bitte. Einmal die Steinader. Dankeschön. Der hat zu sich geportet, warum das? Also, wir haben mit dem Film gerechnet, aber dass sich zu sich portet damit nicht, okay? Okay, sie gehen auf Doppelgänger los. Mann, ich dachte, die kennen jetzt direkt auf mich zu, sind aber doch großes IT eingesetzt. Oh, Scheiße. Der Gegner macht nicht das, was ich will, das ist doof. Oh. Oh, jetzt wird's übel. Timira, du musst überleben! Nur zwei Damage! Alter! Entschuldigung, Mani, hast du was gemacht? Ich habe nichts gespürt. Okay, aber das Kapitel kann echt schnell vorbei sein, weil jetzt haben wir schon beide Gegner dort. Das Kapitel ist vorbei und beide besiegt sind. Die Drachen kommen nicht, lustigerweise. So, Mani, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht, und zwar richtig. Okay, hab nichts gesagt. Scheiße. Das läuft nicht so, wie ich wollte. Es gibt noch ein paar Doppelgänger. Sie ist gerade alleine hier. Scheiße. Kommt Hofi jetzt eigentlich auch oder kommt denn? Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Okay, trotzdem, ich mach's jetzt platt. Sie hat verdammt viel Verteidigung. Ich glaube, da kann ich machen, was ich will. Da komme ich nicht durch, oder? Gut, ich habe einen guten Hammer, darf ich nicht vergessen. Eigentlich war es ein cooles Battle zwischen Marnie und Timira. Hat sie jetzt einen Würmtöter? Warum haben wir den Würmtöter sie genommen hat? Landsmeister wäre vielleicht klüger gewesen. Das ist eine Großaxt, hat gar keine. Muss ihre magische Axt hin. Ich dachte eben, sie hat ihre magische Axt dabei. Das ist natürlich ein bisschen Schiss. Aber komm, ganz ehrlich. Vor allem hier Meißellanze. Ja, ihr könnt krippen, geil. Null Damage. Ja, 0 mal 3 ist trotzdem 0. Okay. It's Hammer Time. Tschüss, Mann. So, ich hau ab nach oben. Dann haben wir noch den Doppelgänger hier, dann natürlich sehr gut. Eigentlich ist jetzt die Frage, greift sie da an, greift sie da an. Mir egal. Also ein Doppelgänger, sorry. Boucherot ist nur für einen Zug da, das muss ich ausnutzen. So, haben wir auch Level 20 erreicht, also theoretisch bald. Jetzt ist die Frage, greift Marnie halt nach Timira an? Oder ihn hier? Boucherot wäre irgendwie doof, weil Boucherot ist so schnell mit dem Manicati, dass FD gegen berittene gepanzert, die wären doof, wenn sie ihn angreifen. Und zwar allesamt, bis auf ihn hier.
Da habe ich eh so meinen Zweifel, ob das gut kommt. Diamant Corin. Ja, ich würde eigentlich schon gerne mit Diamant was machen, aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin und die Fähigkeiten von ihm habe, würde ich es doch eher anders machen. Moment ganz kurz. Ich kann doch hier hin, wa? Angreifen geht zwar auch, aber ich brauche die Drachenader. Das heißt, ich rüste einen Tomahawk, gut von mir aus. So, trotzdem aus, ihr könnt trotzdem engagen. Ja, komm. Ich habe keinen Plan, ob Movie auch angerankommt. Da habe ich echt ein Problem. Deswegen. Wenn ich dann irgendwie auch doof. Ich lasse einen Tomahawk, mach aber hier die Steinader. Die gibt mir gute Abwehr. So, also entweder gehen die alle auf Timera los, aber ganz ehrlich, der hat jetzt noch mehr Defense. Den Hammer ausgerüstet, genau, gerade für die hier ist es eigentlich tödlich, bis auf Movia. Aber eben, ob der kommt, ist ein anderes Thema. Ich könnte mit ihnen hier unten noch was machen, aber wenn ich ehrlich bin, ist mir auch das ein bisschen zu heikel. Dass man wegen den scheiß Flammen gar nicht so weit komme. Tatsächlich bleib lieber hier und bleib dafür ein bisschen auf Distanz. Könnt natürlich auch mit dem Langbogen noch, aber bringt auch nicht viel. Nee, nee. Wir machen so. Ich halte euch dafür ein bisschen am Leben. Timira Eik, das heißt. Ups. Entschuldigung. Wobei Angriff auch eine Variante wäre. Können wir Lockvogel einsetzen, wa? Dann müsste ich es anders machen, warte mal. Du hast keinen, du hast keinen Kanter. Du hast doch irgendwie so eine seltsame Fähigkeit. Kann man die auch noch engage, ne? So ist er nicht. It's engage time! Spar mir, glaube ich, den Ding für später auf. Ja, wobei, den kann ich immer einsetzen, wa? Stimmt. Okay, warte mal, wenn ich jetzt hier angreife, aber ich komme nicht mehr weg dann, wa? Zwei Felder weit bewegen, das heißt, ich komme nicht mehr weg. Das ist doof, das ist doof. Kann ich von hier aus angreifen? Nur mit dem scheiß Move. Erstmal hier. Na komm, wir kitzeln es immer noch ein bisschen. Magiewacht, so so. Ich hatte gerade hier unten, ob ich irgendwie noch unterstützen soll. Eilef können natürlich auch noch engagen und können die alle nochmal ziehen, zum Beispiel hier hin. Ja, dann mache ich wenn schon dann später. Ist natürlich jetzt so, dass ich hier nur noch den Zug habe im Boucheron. Das bringt es auch nichts, wenn sie ihn irgendwie anders machen. Und hier hin bringt das auch nichts. Du hast zwar einen Donner, aber du kannst jetzt von irgendwo mehr angreifen. Das ist natürlich auch doof. Komm, ich heile alle mal ganz kurz nach. Okay, das könnte gleich richtig spannend werden hier. Wie sieht es hier aus? Wir haben einen Verzerrten, hier haben wir unten noch einen.
Ansonsten sieht es relativ easy aus. Okay, verstehe das, was er will. Dass er so einen seltsamen Radius hat. Trotzdem stelle ich ihn mal hier hin, damit er angegriffen wird von den Typen. Du hast ein Ding schon gegeben, wa? Ja. Ich würde hier sogar sagen, Citrin Camilla. Du kannst ja eigentlich, sobald du mit dir engagst, kommst du relativ weit, oder? Ja, das sieht gut aus. Dass er den nach denen noch da oben noch unterstützen würde. Vorne ist natürlich tut weh, ja, aber ich kann mit Runde angreifen, sind ja auch doof. Mit Sigurd den drüben platt machen. Ja, und alle anderen anlocken, ne? Natürlich eine ganz volle Idee. Feueratem von dem Vieh tut schon weh. Okay, komm, wisst ihr was? Bringt nichts mehr, wir zahlen zum Heilen. Da heult der Wolf! So, dann sorg du bitte dafür, dass ich nochmal heilen kann. Ich gehe vielleicht doch mal schon mal hier. Ja, ist jetzt die Frage, oder mach den Drachen platt. Sigurd nach oben und oben platt machen. Das war natürlich engage mit Sigurd, kann noch weiter marschieren. Sogar sehr viel weiter. Dann natürlich sehr schön. Und dann kann man da problemlos durch. Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich jetzt momentan die Idee sein. Okay. Ja, jetzt hat die Frage, wer macht den da unten platt? Ich könnte es eigentlich mal so versuchen wieder mal. Panzerbrecher und weg wäre. Ich wollte einer mal mit Citrin und Camilla heilen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wäre ja klüger, wa? Okay. Welche Seite gehe ich nachher dann da durch? Warte mal. Trotzdem nur 5 Bewegungsfelder, ist nicht viel. Gar nicht viel. Na komm, scheiß drauf. Stab. Ja, komm, bleib hier unten. Damit so einem Drachen wäre die alleine fertig. Den darf mal mein Kommentar mit Leafblatt machen.
Einfach Treffer machen wir später. Liberation Panzerbrecher. Meistax. Eventuell eine Variante, aber nee, wenn schon, denn schon. So, und dann wird es bei dir Zeit zum Engagen. Alfred, Sigurd, ich liebe die Kombi. Dir mal hier. So, wer fehlt noch? Wir haben noch drei Doppelgänger, sind natürlich auch gleich weg. Uns fehlt... Hier. Sie fehlt noch. Sollte ich immer nach unten gehen, weil da noch mehr Truppen sind, um sie zu heilen, falls oben irgendwie Verstärkung käme. Movia kommt doch schon, ach du Scheiße. Okay, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass ich hier ein bisschen zu lange. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie jetzt doch schon so schnell vorankommen. Und vor allem auch wollen, besser gesagt. Ja. 51 natürlich. Danke, Bougereau. Ja, wir werden das Kapitel jetzt immer schnell beenden, Freunde, weil ich habe keinen Bock mehr. Im FIFA-Treffer gar keinen Schaden machen gegen das Vieh, was? Das Teil muss weg. Oh, Mats. Da ist nicht geil. Der killt mich vorher. Nichts, wo ich unschwer die Heilung 1, toll. Nichts, womit ich in die Ecke killen könnte. Schade. Man natürlich machen kann mit ihm noch agieren, genau. Das sind 6 Felder, 5 plus 7. Okay, wir knapp. Können aber reichen. Wie weit kommst du jetzt hier? Bis dahin, okay. Ja, zu angreifen nicht mehr viel, mache ich halt zweimal Damage, wa? Achso, ja auch, Entschuldigung. Mein Fehler. Das hat auch mehr wegen der Kriegschance. Die nicht da ist, also wieso quatsche ich überhaupt? So, Louis Hector. Bitte, weg mit ihm.
So, jetzt sind die natürlich trotzdem im Weg. Das ist das Problem, weil sonst wäre ich da voll durchgerast. 2, 3, 4, 5, 6, wobei. Ja, so können wir jetzt natürlich jetzt nicht bis zu den ganz fetten Typen vorbei. Aber egal, wenn wir mal hier. Kampftechnik! So, jetzt wird es richtig lustig und ich würde sagen, Freunde, wird Zeit für Überreiten. Ich wüsste sonst nicht, was dem Typ noch irgendwie Schaden macht. Der hat einen Nosferatu leider wieder, das ist das Problem. Kriegerlanze, ja, 9 plus 15, man hat so einen Damage wie auch schon. Und mit Überreiten die bessere Chance. So, bin ich trotzdem noch in der Nähe, falls gerade irgendwas wäre. Der nächste Strahl erfolgt zugleich. Ja, schöne Stats. Natürlich auch gut. Ja, eben, es haben natürlich noch die Einschränkungen, dass sie nicht so gut bewegen können. Das war natürlich auch noch ein Punkt, den ich unbedingt wollte. Jetzt kommt es drauf an. Ich habe Beilef noch hier. Und ich habe natürlich noch die Kombi. Da muss natürlich jetzt hier aufpassen, wa? Also jetzt hier, wie, wo, was machen. Ich habe mit ihm noch einen Katalysmus. Der bei ihm zwar nicht jetzt so viel bringt, dafür die anderen killt, der greift nach mit Magie an. Was? Was gibt's? Ein Bund zwischen Ike und Soul? Wusste doch gar nicht. Ich frage mich gerade, ob dann alle anderen auch noch irgendwie einen Bund haben. Ah, super. Kann nochmal angreifen wegen Bund? Jo, ich kann nochmal angreifen, sehr gut. Aber ich kann nichts machen. Was? Was war das jetzt für ein seltsamer Bund, den ich nicht nochmal angreifen kann? Hä? sie sagt selber so. Ja, Problem. Also, ich sag's mal so, also ich kann eh nicht irgendwie großartig. Doch, jetzt kannst du da hin, super. Hat dein Problem wieder gelöst. Geht eher um 2 runter, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich würde tatsächlich mit Fugado versuchen, das heißt. Bekannte hat sie ja. Dann haue ich mal ihr noch voll eine rein. Weil. Theoretisch könnte es sein, so an der Kritte. Ja, nur theoretisch, sondern auch richtig. So, ich habe hier Hortensien und Sorgen. Natürlich auch nicht gerade die beste Idee gewesen, das heißt, ihr müsst die eigentlich auch noch relativ schnell weg loswerden. Jetzt habe ich hier
Mani mit Roy, er kriegt hier ziemlich auf die Mütze leider. Von allen Seiten, das ist echt übel hier. Ja, vielleicht muss ich dann gleich nochmal ran. Ich glaube, das haben wir gerade ein bisschen zu einfach gemacht hier mit allem. Ich kann nicht wissen, dass die alle hier oben durchkommen. Was man am besten will nicht. Gut, ich krieg's hier schon noch platt, aber ich habe noch Movi als Problem. Wobei, wir haben jetzt gesehen, er macht auch nicht so viel Damage mit der Magie. Da kommt er von bei wem? Kann sich gerade nicht bewegen, das müsste ich eigentlich ausnutzen, um zu sagen, ich lasse ihn mal noch für einen Zug. Macht die anderen Gegner platt. Ob ich sie gerade noch... Ja, wäre natürlich cool, war. Sie, im Idealfall auch ihn hier noch. Die beiden Typen hier oben. Wenn sie hier Hortensia Sauna auf die Mütze kriegen, ist auch nicht gerade so geil. Also nochmal angreifen. Ich habe noch Ivy-Byleth-Kombi. Damit Byleth nochmal sinken kann. Das heißt aber, damit es ihm... Am besten wäre vielleicht sogar... Vergado tatsächlich hier. Damit er vielleicht sogar mit dem Langbogen auf ihn noch los kann. Oder auf ihn hier. Den will ich natürlich ihm platt machen, wa? Anders gefragt, wie kriege ich jetzt am schnellsten Mani plus Movi noch platt? Mani braucht noch einen Schlag, Movi auch noch einen. Aber Mani ist erstmal down, er hätte noch einen Erweckungsstein plus. Ja, nochmal eine ganze Leiste. Heißt, ich müsste Ivy Byleth irgendwie. Ich habe das alles ein bisschen falsch angepackt. Und sich hier hinstelle. Hier einen und vielleicht noch hier einen, zum Beispiel Fogado. Und Boucheron hier, der zum Beispiel hier aus angreift. Und auch mit dem Meisterbogen einfach immer noch schnell plättet. Fogado killt oben nach Marni. Nachher, wenn sie zu zweit nachher auf die Beine, auf wo wir losgehen, das klappt doch nicht. Boucheron hier oben den Platz machen als Beispiel mit dem Meisterbogen. Der Fogado geht hier hin, macht Mani platt. Dann schicke ich Ivy Byleth hier hin, macht den Tanz der Göttin, dann können die beiden nochmal agieren. Macht einer von beiden den da oben platt und der andere noch den da unten. Ich glaube, das ist besser, weil dann habe ich Movia, der sich dann auch um Diamant Coin kümmert. Ich hoffe, die überleben so einen Angriff, glaube ich schon, weil er will nicht doppeln mit Nosferatu oder so. Natürlich, wenn die Kriegerlanze wäre, ist ein anderes Problem. Aber ich habe einen Tomahawk, der wäre ein bisschen doof. Boucheron, so ist natürlich außerhalb der Reichweite, die werden nicht mehr attackiert. Kann natürlich dann Alfred Sigo, die sich gegen die Typen hier wehren müssen. Außer geht natürlich auch hier noch los, auf Yunaka. Den Erweckungsstein, ja. Dann Rittertod. Natürlich gegen Exen natürlich jetzt hier scheiße. Und der Drache kommt auch noch, ignoriert meine Verteidigung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da ist besser, weil ich sehe nicht ein, wie ich jetzt hier Movia und Mikaya zusammen schlagen soll. Also Movia und Mani schlage. Also Mani schlage, ja. Also Movia noch schlage, plus wenn ich noch einen Stein abziehe, okay. Dann hat er zwar keinen Stein mehr, aber trotzdem die volle Gesundheit. Ich glaube, das schaffe ich mit den ganzen Truppen ja nicht mehr. Weil Ivy ist cool, keine Frage. Mal ganz kurz gucken. Da natürlich bei ihr nicht unterschätzt, was sie sonst noch alles drauf hätte. Ich meine, rein vom Angriff her, jetzt blöd gesagt. Nach hier mit Elfenlicht, Elfendonner. Da bringt nichts, wenn sie in Nahkampf gegen Movia.
Mit Luin zum Beispiel bringt auch nicht viel. Mit der Muschel, Muschti. 5x2 plus 2x2. Ja, ich breche natürlich, das ist natürlich cool. Ich würde aber eher für nachher aufsparen, ehrlich gesagt. Ich werde sogar, lasse ich es so. Weil wenn, dann würde er natürlich irgendwie so angreifen, dann wäre er sowieso gebrochen. Ja komm, versuchen wir es so. Weil ich glaube, alles andere bringt hier nichts. Oder wie nichts, weil ich sehe es gar nicht an, was sonst bringen soll. Bringt natürlich jetzt hier momentan das Bündnis auch nichts, weil auch wenn ich hier Bündnis eingehe, ich habe noch keinen Zugriff auf ihren Bogen. Also warte mal, er kommt da gar nicht gegen sie an, war egal welchen Bogen ich ziehe. Okay, dann macht es Bougeron. Er hat ein bisschen mehr Power. Nein, er schafft es auch nicht. Ups. Wenn ich hier hingehe. Das hab hier keinen Schaden bei ihr machen. Scheiße, da hat er mit dem Sonnenbogen wieder sie killen, aber es geht nur einmal. Im zweiten Mal wegen Grund. Also ihre eigene Fähigkeit, wa? Ah, die vergesse ich immer wieder. Okay, komm, dann bringt es nichts, dann machen wir es doch anders. Obwohl. Naja, warte mal. Doch, ein Klappen. Machen es so. Moment. Komm gleich vorne, komm gleich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ist halt 7x3, wa? Die Kombi muss ziehen, sonst habe ich ein Problem. Also die Kopfschläge müssen es machen. Okay. Hat nicht geklappt. Anderer Versuch. Statt dass Fogao da hingeht, geht Bougeron da hin. Wenn ich auf einmal kritte, müsste sie auch reichen. Ne, wobei reicht nicht. Wenn ich ein zweites Mal kritte, dann würde es reichen. Also viel zu viele Theorien und so, wie es funktionieren könnte oder eben auch nicht. Das Problem ist halt, es würde theoretisch schon funktionieren hier. Nur greife ich halt zweites Mal nicht mehr an. Das ist das Problem gerade. Komm, dann machen wir es doch an. Also entweder greife ich so an, aber gerade gesehen, der bringt nichts. So ist mal so. Es könnte nicht mit dem Meisterbogen, sondern. Entschuldigung. Mit der Silberaxt. Da wird sicher nicht funktionieren. Mit der Meisteraxt. Wenn ich beim zweiten Mal kritte, müsste der Plan aufgehen. Nein, beim zweiten Mal wollte ich. Ja, verarsch mich doch, ey. Der trotzdem mit einem Kap überlebt. Was für eine Scheiße. Okay, ich meine, wenn ich ihn jetzt ausschalte, also zumindest einmal, dann agiere ich mit allen dreien nochmal. Braucht trotzdem einen Angriff halt, um Movi nachher Platz zu machen. Das ist das Problem, was ich gerade habe, Leute. Also sprich auf den Tanz der Göttin, war, den ich halt dann da einsetze für Bougeron, für Citrin und für Fogado. Ich mache noch einen Angriff für Marnie. Hätte ich jetzt den Angriff nicht mehr gebraucht, dann glaube ich, hätte es geklappt. Aber so denke ich mir, nee, sorry, ich mache es anders. Plan B quasi. Und mache erstmal noch die hier in der Nähe platt.
wie wir die nicht mehr in die Quere kommen. Ich glaube, das ist klüger und da gehe ich jetzt eben mit ihr hier rein. Da oben kommt so ein Typ mit einer Axt, da ist mir gerade egal. Das heißt, ich mache hier auf diese Muschel, was immer das sein soll, mache dann Tanzergöttin. Fundsache, schön. So. Das heißt, wie geht der Plan jetzt weiter? Ihn hier lasse ich einfach sein. Sage einfach okay. Und ich gekillt, das kommt später. Ich kill den hier, ich kill den hier und ich kill sie noch. Das müsste eigentlich mit Hortensia klappen soweit. Ja, dagegen kann sie auch nicht wehren, die ist weg. Und jetzt bitte den Ring von Roy. Schade. Leute, dafür kriegen wir direkt. Magieresistenz plus 4, sehr gut. Dann weg mit ihr, weil jetzt brauchen wir einen Platz hier für Bougeron. Dann killt er nämlich den Typen. Ich hätte gerne eine höhere Trefferquote, weil jetzt darf nichts mehr schief gehen. So. Das Boucherot da schon mal safe. Hier natürlich jetzt. Warte mal, ich mache erstmal hier den ganz normalen Züge nach, dann erkläre ich gleich alles weitere. Jo, das ist auch gut. Der einzige, der eigentlich momentan in Gefahr ist, ist Alfred. Da haben wir momentan ein bisschen Schiss, vor allem wegen dem Drachen oben. Ansonsten dürfte uns nichts mehr passieren. Ja, der Drache ist das Problem. Ja, ich glaube, Alfred ist jetzt down. Huch! Der greift mich an, wieso denn das? Also klar, ich meine, rein vom Spielprinzip her ist natürlich das natürlich für uns vorbei, wenn ich sterbe, das ist klar. Ich würde sie auf Alfred losgehen. Das ist eine hohe Verteidigung, dass sie keinen Bock auf ihn haben? Ach nee. Schwein gehabt. Danke, Alfred. Oh, hat's überlebt. Puh. Ja, Freunde, ihr wisst ja, ein bisschen Schwein muss sein. So. Genug rumgespielt, jetzt bring ich es zu Ende. Du bist auch noch da, wa? Bis dahin kommst du. Okay. Natürlich mal die scheiß Hauskammer, was denkt ihr denn? So, wo wir platt machen? Theoretisch auch den Typen da oben noch platt machen. Wie sieht's aus? Willst du da die Hauskombo testen? Ja, oh, klar, natürlich nicht mal. Gut, machen wir hier die Hauskombo. Aber natürlich hier, ist klar, weil. Hauskombo plus natürlich. Aber cool, also das mit Zone und Ei klappt auch in der Kombi. Ist natürlich mit Beilef und dem Freehouses armreif. Das heißt, mit Zippin und. Corwin und Camilla müsste auch funktionieren. Bisschen mehr Speed und Geschwindigkeit, sehr schön. So, jetzt gehst du mal hier hoch. Und jetzt mach ich dich platt, du Scheißvieh. Ein Hoch auf Yunaka.
Oh yeah. Ja, die weiß, wie man killt. So. Ritter tot? Achso, warte mal. Ein Ritter tot. Ritter tot. Ja, wenn schon, denn schon, wa? Kriegerlanze. Nee, geht nicht ganz so gut. Ritter tot. Ist er ganz schön tot. Natürlich nur, wenn ich treffe, ist logisch. Aber es ist trotzdem ein krasses Kapitel, wenn ich mir so im Nachhinein denke. Komplett unterschätzt. Vor allem, dass sie so willkürlich auf uns wieder zukamen. Das war überhaupt nicht so, wie man sie irgendwie abschätzen konnte. Ganz creepy irgendwie. Was machen wir mit denen hier oben? Die Meere Eik sind schon ziemlich am Arsch. Nein, schon ein relativ gutes Level-Up. Ivy, Beilef. Achso, wir können natürlich die mal brechen, wa? Sie macht das plötzlich keinen Schaden mehr. Vorhin hat sie noch relativ viel Schaden gemacht. Wir brechen nicht mal. Hä? Ich habe doch vorhin schön gebrochen. Aber ich habe Beilef, ich kann eh mit Beilef hier nichts mehr machen, wa? Da haben wir richtig mal Resistenz, okay. Seine Werte so krass gestiegen. Die vom Mugubi man natürlich, ist klar. Du. So. Freundchen, Zeit zum Engagen. Also Movia, alter Schwede, der hat schon Power. Der verwertet gerade, alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht. Und ich dachte noch so von wegen, ja, ich bin gerade ein bisschen zu stark drauf und so. So viel dazu. Doch alle meine Truppen nehmen noch Platz zu kriegen. Mann, die war irgendwie einfacher. So, jetzt wird nicht mehr bewegen. Ich habe ja noch ein paar Truppen, keine Sorge. Ich kann zwar ein Ding nicht mehr einsetzen, ne, aber brauchst du gar nicht mehr. Jetzt ist es sowieso vorbei. Ist zwar eher die Frage. Erfahrungspunkte technisch spielt es keine Rolle, wenn wir ehrlich sind. Ja, könnt ihr noch machen. Wegen Band. Das Band. Unser heiliges Band. Ja, ist irgendwie. Die Musik. Das sind irgendwie auch krass stärker, wa? Die ganzen Typen hier. Der Sandschirm ist aber auch so eine krasse Fähigkeit. Junge. Ich weiß immer wieder, was der eigentlich... Ja, wie soll ich genau berechnen, meine ich? 150% von Verteidigung statt Stärke, Chancenprozent der Behändigkeit. Ja, da kann man relativ oft zum Einsatz noch. Ist geil. So, wer killt ihn? Hortensia, Sowen, 14, Bouchereau, gut, gerade zurückgestuft. Also kürzlich. Aber egal, er darf es trotzdem machen. Und Kapitel beendet. Wenigstens was? Kriegerlanze halten! Bougeron und Lün, du, die tote Stadt. Ching.
Ja, wo ja die verzerrten Staaten, die Miasma Staaten, alles Mögliche noch dazu. Oh je, oh je. わけがないと言っていたのは誰だ。早く戻らねば。ベイル様が待ってください。ベイルがどうしたんですか。ソンブル様は新たな魔法具をセピアに課したれた。あれを行使すればベイル様はもう二度とお目覚めになられない。皆はそれを望み喜ばしく思っているのに、俺はただ かわいそうだと。ずっとあなたは本当のベイルを守りたいのですね。話しすぎた。マロン、俺はただ一人でも戻る。待って待ってよ。追わなくていいのかい。指輪は取り戻しましたから。それに今ベイルのそばには あの人がいた方がいいような気がして。ようやく取り戻せました。お帰りなさい、紋章師ミカヤ、紋章師ロイ。いつか戻れると信じていたわ。ありがとう、カリの原野。そしてフルルの港であなたたちと戦うのは本当につらかった。 これからはずっと一緒です。辛い思いをさせてすみませんでした。まさかイルシオンが異形兵の徘徊する国になっているなんて。イルシオンに異形兵が増えているのは間違いなく邪竜ソンブルの仕業だ。奴は今王の血だけでは足りないと。イルシオン兵に命じて民たちを連れ去っている。血を吸われた者は異形兵と化し国中に広がっているのだと思うよ。 では私たちはかつてのイルシオンの民を急ぎましょう。大量の異形兵が国の外に出ればソルムやブロディア、フィレネも同じことになるわ。それにまだ持ちこたえている民たちがいてくれるはずよ。イルシオン城へ急ぎましょう。シクがわざわざ足止めに来たということは奴らには私たちに来てほしくない理由があるはずです。 Verzweifelt stimmt irgendwie. Aber trotzdem, dass natürlich gerade alle auf uns nachher zugerannt kommen, das war schon heftig, ey. Also Movi, also der Move von Movia, ey, mit Rettung quasi auf Mani zu wirken, nachher zu zweit auf uns zuzukommen, der war schon heftig, ey. Und wir hatten damals in Flora-Mühlstadt nur deswegen gewonnen, weil die vier Bluthunde ja einzeln uns angegriffen haben. Aber halt zusammen, alter Schwede. Ja, schon heftig. Tja, von ansonsten, wir haben wieder zwei neue Ringe dabei. Roy ist zurück und Mikaya. Weitung, großes Opfer. Ich bin Einheit 1, Drache, ich habe Einheit 30% der aktuellen KP. Ja, da. Habe echt schon überlegt, ob ich Michael vielleicht mal mit Mikaya ausrüsten soll. Weil langsam aber sicher ein bisschen Problem mit den ganzen Ringen war. Wem geben wir welchen Ring und so. Gut, Sidal könnte theoretisch natürlich auch statt mit Tiki, ich meine, es ist natürlich immer cool mit Tiki zu hantieren, gar kein Thema, auch einen Erweckungsstein zu geben können, aber trotzdem. Kiadep halt auch Statusveränderungen und Kiadep stehlen 20% KP wieder her. Da wäre halt bei ihm deswegen cool, sag ich jetzt mal, weil er einen weiteren Heiler im Team haben, aber gleichzeitig eben auch einen Tänzer. Das kann tanzen, heilen und kann sich auch ein bisschen wehren, ne? So mit Donnerfaust, Abwehrhaltung. Weitung hätte auch einen Stab zum 5 und dann breitet das Effekt zum 2. Schäbe erstellen plus 20% KP daher, ist eigentlich schon cool. Er hat nicht viel Magie, das ist das Problem. Deswegen würde ich ja eigentlich mit Kaya eher magiebasierten Einheit geben, wie zum Beispiel Hortensia. Klar hat sie jetzt Zaun dabei, aber Zaun ist ja ein Armreif.
Und deswegen eingreifen gesagt hätte, sobald ich halt die Ringe wieder habe, kommt er quasi weg. Aber wir haben halt mit Mikaya hier keinen Bonuseffekt drauf. Da ist, ja, sag jetzt nicht unbedingt Quatsch, aber ist halt ein bisschen schade. Citri eventuell auch eine Option. Mikaya, da schon mal versucht war, die. Ah, genau. Nicht umsonst bei Bandlevel 5. Noch mehr Magie-Power. Mit Camilla habe ich halt einfach Geschwindigkeit drauf. Was ja auch cool ist, ja gar kein Thema. Ein Heiler wäre natürlich das schon besser. Oder eben Hortensia, weil sie ist eigentlich speedmäßig gut genug unterwegs. Ja, aber irgendwann haben wir natürlich auch Celica zurück, wa? Was auch Ino wieder einsetzt, was sogar bei ihr. Ah, wird nachher schwierig. Den Leuten in die richtigen Ringe zuzuweisen. Wobei ich glaube, richtig oder falsch gibt es sie gar nicht. Da ist es einfach so, die einen haben halt noch mehr Ringe, die sie nutzen könnten. Und wo ich sogar ursprünglich gesagt hätte, ja, dann mache ich jetzt nur ausnahmsweise diesen Ring, würde ich jetzt sogar sagen, jo, der Ring ist so geil, er passt perfekt zu dem und dem. Ist halt schwierig. Und Chloe? Chloe so einen Ring zu geben, weil Chloe ist ja auch jemand, die ist schnell. Hat ein bisschen Magie. Hat ursprünglich sogar mal vielleicht einen Leaf dran, aber natürlich mit Mikaya wäre es auch was. Mein Sterbe kann es eh schon nutzen, deswegen ist eigentlich Verschwendung, aber sie hat Magie drauf, noch ein bisschen Resistenz. Die Reichweite erhöht von den Stäben. Großes Opfer. Naja. Auf alle Fälle, Freunde, unsere Ringsammlung erweitert sich immer mehr, oder beziehungsweise unsere Emblemsammlung logischerweise. Muss man sagen, nächste Folge gucken wir hier weiter, was wir machen werden. Jetzt haben natürlich wieder zwei neue Ringe bereits erwähnt und demzufolge ja auch wieder zwei neue Sidequests auf uns zukommen werden. Trotzdem würde ich sagen, nächste Part erst einmal die ganzen Items hier einsammeln, noch ein bisschen Gespräche führen. Ob wir überhaupt noch hier wieder Gespräche haben. Bandgespräche sicher, ja, das ist klar. Hier haben wir auch wieder ein paar neue, super. Citrin Junior kann sogar auch Rang A schon. Hier mit Timera noch und sie dann noch mit sie drin. Okay. Aber hey, die sind eben auch schon auf Rang A, nachher durch. Von dem her. Ist auch geil. Und sonst wird sogar schon weiter mit Kapitel 20 dann. Keine Idee, wa? Also nehmen wir rasch vorwärts gehen nach Kapitel 20, dann mal gucken, wie wir dann eben auch mit den Sidequests weitermachen wollen. Jo, ist doch eine Idee. Mal gucken. Vielleicht werfe ich ja meine ganzen Pläne in der nächsten Folge wieder über den Haufen. Wundern würde es mich nicht. Wenn ihr mal seid, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Ah, die Embleme kommen langsam aber sicher wieder zurück, wo sie hingehören. Bei Papa. Aha. Bis dahin, bye bye.